Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kreativen Chemieaufgabe unserer Lehrer. Heute werden wir uns der Redoxreihe und somit speziellen Redoxreaktionen zwischen zwei Metallen widmen. Um diese zu verstehen, werden wir erst einmal ein paar Versuche zu verschiedenen Elektrolytlösungen in Kontakt mit verschiedenen Metallen durchführen und diese dann beobachten und chemisch auswerten. Danach wird Lasse noch ein paar Hintergründe zum Thema der Redoxreihe und weiteren Grundlagen zum Verständnis von Batterien und galvanischen Zellen und Elementen aufbringen. Viel Spaß und hoffentlich lernt ihr etwas und es gefällt euch. Versuch 1. Zinkhydroxid. Das erste Elektrolyt in unserer Versuchsreihe ist Zinkhydroxid. Doch was ist ein Elektrolyt eigentlich? Diese Frage ist relativ einfach zu beantworten, denn ein Elektrolyt ist einfach eine wässrige Lösung oder Flüssigkeit, welche Ionen enthält. Auch ist sie dann später an der Redox-Halbreaktion beteiligt. Und was ist dann jetzt Zinkhydroxid? Auch diese Frage ist wieder relativ einfach zu beantworten. Zinkhydroxid ist eine wässrige Lösung, die Zink-2-Plus-Ionen enthält. Im Allgemeinen stellt man diese Lösung durch Sulfate, Nitrate oder andere Salze her, da in ihnen ja auch Metallionen und Nichtmetallionen, also zwei Ionen, vorhanden sind, welche dann mit dem Wasser in Lösung gehen und dadurch aus ihrer Kristallgitterstruktur gelöst werden und so als freie Ionen im Wasser schwimmen. In unserem Fall wurde die Lösung vermutlich mit Zinksulfat hergestellt. Nun legen wir vier Bleche von vier verschiedenen und vier verschiedenen edlen Metallen in unsere Zink-2-Plus-Ionen-Lösung und warten einige Minuten. Das unedelste Metall in unserem Konvolut ist ganz links zu sehen. Es ist Zink. Dann ist als zweites von links ein Eisenblech in die Lösung getaucht worden. Als drittes von links oder zweites von rechts sieht man ein Stück Kupferblech. Und das edelste Metall bei uns heute ist ganz rechts zu sehen, das Silberblech. Nun ist nach einiger Zeit erkennbar, dass sich nichts verändert hat und die allen Bleche einfach so in der Lösung liegen. Versuch 2. Eisenhydroxid. Nun wiederholen wir diese Versuchsdurchführung, diesmal bloß mit einem anderen Elektrolyt, das dieses Mal Eisen-2-Plus-Ionen enthält. Dieses Elektrolyt würde wahrscheinlich durch das Auflösen des Schwefelsalzes Eisen-2-Sulfat hergestellt. Nun stellen wir wieder unsere Metallproben in die Elektrolytlösung und warten einen Moment. Nun wird nach einiger Zeit eine dunkelgrau-braune Schicht auf der Zinkprobe sichtbar. Doch was ist das? Dies ist das Ergebnis einer Redoxreaktion, die zwischen den Ionen des Elektrolyts und den Elektronen und Atomen der Feststoffprobe, welche in diesem Fall auch als Elektrode bezeichnet werden könnte, stattfindet. Letztendlich wird das Reagieren eines Ions mit der Probe ein Atom aus der Probe hinausgelöst und ionisiert, wodurch dann in unserem Fall das Zinkatom zwei Elektronen abgibt, oxidiert wird und diese dann von dem positiv geladenen Eisenion im Elektrolyt aufgenommen werden, wodurch dieses nun wieder neutral geladen wird und ein Eisenatom ist. Es wurde also reduziert. Dieses lässt sich dann an der Außenschicht des Zinkblechs absetzen und wird nun natürlich ein Zinkion auch in die Elektrolytlösung abgegeben. Es findet also ein Elektronenaustausch zwischen dem Zink und dem Eisenion statt. Dieser ist hier in der Reaktionsgleichung auch zu erkennen. Solch zwei Metalle, die miteinander reagieren und Elektronen austauschen, werden auch als Redoxpaare bezeichnet. Versuch 3. Kupferhydroxid. Nun wiederholen wir den Versuch wieder, nur halt mit einem anderen Elektrolyt. Diesmal haben wir durch Kupfersulfat eine wässrige Elektrolytlösung mit Kupfer-2-Plus-Ionen hergestellt. Diese Lösung des Kupfersulfats ist immer an der charakteristisch himmelblauen Färbung zu erkennen. Als nächstes stellen wir wieder unsere vier Metallproben in das Elektrolyt und warten kurz ab. Es wird erkennbar, dass sich das Zink nach einigen Sekunden an den Stellen unter dem Wasserspiegel sehr stark schwarz oder dunkel färbt. Dasselbe Phänomen, doch diesmal mit einer rötlichen Färbung, ist nach einiger Zeit auch an unserer Eisenprobe zu erkennen. Jedoch wird im Vergleich erkennbar, dass die Schicht des Zinks sehr viel dicker als die bei der Eisenprobe ist. Bei genauerer Betrachtung wird aber klar, dass auch die Zinkprobe eine leicht rötliche Schicht besitzt und die schwarze Schicht nur ein Zwischenprodukt zu sein scheint und man darunter auch das elementare Kupfer, welches aus der Redoxreaktion hervorgeht, zu erkennen scheint. In dieser Reaktion reagieren einmal wieder die Zinkatome aus dem Zinkblech mit dem Kupfer-2-Plus-Ion der Elektrolytlösung und so bildet sich wieder ein Redoxpaar, da das Zinkatom zwei Elektronen an das Kupferion angibt. Das Kupferion wird als zum Kupferatom reduziert und das Zinkatom wird zum Zinkion oxidiert. Bei der Eisenprobe ist derselbe Prozess zu erkennen. Hier bildet sich nun bloß nicht die schwarze Schicht, sondern es lagert sich nur elementarer Kupfer an der Außenseite des Blechs ab. In dem Fall geben jetzt die Eisenatome die zwei Elektronen an die Kupferionen ab und werden somit ionisiert. Also rein theoretisch könnte man diesen Prozess also lange ablaufen lassen, da bis die Lösung
dann wieder die vorherige aussieht, also das Eisenhydroxid, da dann alle Kupferionen im Elektrolyt durch Eisenionen ersetzt wurden. Hierfür muss natürlich dann genug Eisen vorhanden sein. Versuch 4. Silberhydroxid. Und nun führen den Versuch noch ein viertes und letztes Mal durch, mit einem Elektrolyt, das Silber-Plus-Ionen enthält. Dieses Elektrolyt könnte man durch das Lösen von Silbernitrat in Wasser herstellen. Wenn wir nun die Zinkprobe in das Elektrolyt stellen, bildet sich ganz schnell ein dunkler Film auf der Außenschicht des Blechs. Bei der Kupferprobe passiert dasselbe und es verfärbt sich leicht dunkel am Teil unter Wasser. Nur auf der Eisenprobe ist kein schwarzer Film zu erkennen. Wenn wir nun ein wenig abwarten, wird erkennbar, dass außen auf dem schwarzen Film beim Kupfer und der Zinkprobe sich elementares Silber in Form von Pulver ableitet. Auch auf dem Eisenblech passiert dies, rein theoretisch, auch. Jedoch ist es schwer zu erkennen, da beides ja so hellgrau silbern gefärbt ist und sich auf dem Eisen auch nicht der schwarze Film gebildet hat. In diesem Fall werden wieder die Atome der Metallproben oxidiert und die Silberionen des Elektrolyts werden zu elementaren Silberatomen reduziert. Nun ist bei unserem Silberionen-Elektrolyt zu beachten, dass die Silberionen nur ein Elektron aufnehmen können, da diese nur einfach positiv geladen sind und unsere anderen Metalle im Versuch jeweils immer zweifach positiv geladen sind und somit auch zwei Elektronen aufnehmen müssen. Doch was heißt das für unseren Versuch? Es heißt, dass unsere Reaktionsgleichungen dahingehend aufgebaut sein müssen, dass man zum Beispiel mit einem Zinkatom aus der Elektrode dann zwei Silberionen aus dem Elektrolyt reduzieren kann, da das Zinkatom bei seiner Oxidation ja zwei Elektronen abgibt und ein Silberion ja nur ein einziges aufnehmen kann und dann schon wieder neutral geladen ist. Dasselbe Prinzip ist auch bei der Oxidation des Kupfers zu beachten. Nun haben wir unsere Versuche erfolgreich durchgeführt und Lasse wird diese nun auswerten und das ganze theoretische und chemische Wissen erklären. Kommen wir nun zur Auswertung des Experiments. Die Beobachtungen aus dem Experiment lassen sich durch die Redoxreihe erklären. Die Redoxreihe listet Stoffe danach auf, wie einfach sie Elektronen abgeben oder aufnehmen. In der Grafik sind oben die Stoffe, die bestrebt sind, ein Elektron abzugeben, und unten die Stoffe, die eines aufnehmen wollen. Natrium möchte unbedingt ein Elektron abgeben, damit es die Edelgaskonfiguration erreicht, also eine volle äußere Schale hat. Fluor hingegen möchte unbedingt ein Elektron aufnehmen, damit es die Edelgaskonfiguration erreicht. Die vier Metalle aus dem Experiment sind in der Grafik zu erkennen. Silber ist am weitesten unten und Zinn ist am weitesten oben in der Grafik. Zinn möchte also gerne Elektronen abgeben und Silber möchte gerne welche aufnehmen. Deshalb reagiert Zinn auch, wenn es in Kupferionenlösung, Eisenionenlösung oder Silberionenlösung gestellt wird. Zinn gibt zwei Elektronen ab und wird zu Zn2+Kationen und geht in die Lösung. Dafür nimmt ein Kupfer2+Kationen die Elektronen auf und bindet sich an das Metall. Dadurch verfärbt es sich. Das passiert, weil Zinn eher Elektronen abgibt und Kupfer eher welche aufnimmt, was sich aus der Grafik der Redoxreihe ergibt. Silber reagiert in keiner der Lösungen, da Silber Elektronen aufnehmen will und keine abgeben möchte. Praktische Anwendung findet dieses Prinzip im Bereich der Batterien. Dabei wird beim Beispiel der galvanischen Zelle die Oxidation und die Reduktion in zwei Kammern aufgeteilt. Diese sind durch einen elektrischen Leiter und eine Salzbrücke verbunden. Die Elektronen werden durch Oxidation in der einen Kammer abgegeben und gelangen durch die Elektrode und den elektrischen Leiter und die andere Elektrode in die andere Kammer. In dieser findet die Reduktion statt. Dadurch fließt ein Strom durch den elektrischen Leiter und es entsteht eine Spannung. Die dabei erzeugte Spannung kann man mit dem Standardpotential berechnen. Das Standardpotential ist die Spannung, die entsteht, wenn man das Element in der einen Kammer mit der Wasserstoffhalbzelle kombiniert, die als Basiswert dient. Die gemessene Spannung bei diesen beiden Zellen ist das Standardpotential des Elements. In der Grafik sind die Standardpotentiale für unterschiedliche Elemente aufgeführt. Das ist die elektrochemische Spannungsreihe. Um die Spannung in einer galvanischen Zelle zu berechnen, nimmt man den Wert der Ausgangszelle und subtrahiert davon den Wert der zweiten Zelle. Das Daniell-Element ist eine Batterie aus einer Kupfer- und einer Zinkelektrode,
jeweils in Kupfer-2-Sulfat-Lösung und Zink-2-Sulfat-Lösung. In diesem Beispiel wäre die Rechnung 0,34 Volt minus minus 0,74 Volt, also 1,1 Volt. Wie auch in der Grafik zu erkennen, sind die 0,34 Volt das Standardpotential von Kupfer und die minus 0,74 Volt das Standardpotential von Zink. So kann man die zu erwartende Spannung einer Batterie ausrechnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich hat es Ihnen gefallen und Sie haben etwas gelernt. Wenn nicht, tut es uns leid, Ihre Zeit verschwendet zu haben. Wie dem auch sei. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder kreative Schulaufgaben erledigen.